Zumindest Antonio Pizzoni dabei war im zweiten Rockersport-Auto und Buddy Rice enttäuschend so in die 500 Champion. Ranger, Jan Halen und Andreas Wirth machen das Starterfeld komplett oder geht schon schief? Schon ein Crash. Das sieht mir nach unserer Dame Catherine Legge aus. Oh Mann, die hat auch eine Saison. Ja, vor allem eine zweite Saison. Wir haben kommentiert die Ära der Reynard-Chassis, die mal viele Jahre unschlagbar waren, dann von den Lolas verdrängt wurden und zwar sehr komplett. Und jetzt, du sagst es, geht diese Lola-Ära zu Ende und jetzt kommt die Panos-Ära und wenn es der Teufel will, werden wir auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. So ist es. Das Ganze nochmal aus verschiedenen Perspektiven. Die erste Gelblichtphase gleich nach dem Start. Ist da die gute Catherine Legge vielleicht hinten etwas angeschoben worden? Möglich ist es. Das Ganze aus der Sicht